Bewusst gemeinsam leben versteht sich als Drehscheibe für Veränderungen in den Bereichen Lebensmittelversorgung, Energiesicherheit und Rückbesinnung zur Natur. Dafür machen wir uns stark. Jeder für sich und alle gemeinsam. Kerstin, ja? Auch für mich eine Premiere. Wir haben gerade ein Interview mit Anton Heritzer gemacht, das ist dein Schwiegerpapa. Ja. Er war lang Chef der Direktvermarkter in Kärnten. Und was uns so fasziniert ist, bei euch am Hof, dass da jung, alt, gut miteinander wirkt und gerade Schwiegertochter ist oft auch nicht ganz einfach. Wieso, was macht ihr da in dem Sinn anders, dass das so harmonisch ist und da echt eine Großfamilie, wie man da auch sieht, entstanden ist? Wie geht es denn dir da am Hof? Ja, es gibt viele Gründe. Es ist wunderbar, dass man die Familie und den Arbeitsplatz miteinander verbinden kann. Ich bin komplett branchenfremd, das heißt, in der Familie gibt es schon Landwirte im Nebenerwerb, aber wir selbst haben keinen Hof gehabt, keine Produktion, keine Tiere. Wo die Liebe hinführt. Mhm. Ich habe gewusst, den Partner gibt es nur mit Hof, mit dem Betrieb, was da stattfindet. Das hat mich sehr interessiert. Und gegenseitig der Respekt, glaube ich, muss einfach da sein. Mhm. Und auch der Abstand zum Privaten, weil wir arbeiten doch sehr viele Stunden am Tag zusammen. Dann genießt man auch gern wieder die Zeit, was man dann in der Familie, in der Partnerschaft wieder hat. Und der Abstand ist bei uns gegeben. Das ist ein großer Punkt. Die Freude, die man da sieht, wo kommt die her? Was ist so? Gibt es da so ein Geheimnis, das man vielleicht weitergeben kann? Ja, Respekt. Ich glaube, man kann keinen zu irgendwas zwingen. Und es macht auch keinen Unterschied, ob das jetzt in der Landwirtschaft ist, ob man andererseits berufstätig ist, ob man Kinder hat oder nicht, ob man räumlich getrennt ist oder nicht. Ich kenne auch sehr viele Familien, die sind vielleicht 1-2 Kilometer auseinander und verstehen sich auch nicht. Mhm. Und bei uns ist das Geheimnis, glaube ich, dass man über alles offen redet und dass man als ein Junger respektiert wird und auch die, vielleicht die Wünsche und Träume, was man sich erfüllen möchte, nicht abgetan werden. Mhm. Auch hat es früher nicht gegeben, machen wir heute auch nicht. Ja. Sondern dass man sagt, okay, ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Und nur, dass man über das redet, ist schon sehr viel wert, glaube ich. Ganz, ganz schön. Und jetzt so also dieses Jung-Alt, fragt sich ja die Seniors oft so bei wichtigen Entscheidungen, wie ist da der Prozess, sitzt euch da zu einer gewissen Zeit zusammen oder wie läuft denn das? Ja, eigentlich ganz spannend, oft am Frühstück oder irgendwo während der Arbeit, wenn man so schaut, du kennst das eigentlich oder das werden wir mal müssen. Dann fängt es ja oft zwischen mir und der Schwiegermutter an oder zwischen Schwiegervater und mein Mann, also Männer und Frauen haben da okay. Seinen Bereich, sage ich auch. Ja, und natürlich, wenn es dann irgendwie handfest wird, setzt man sich schon zusammen und plant das eigentlich gemeinsam. Mhm. Ja. Mich freut das Interview auch deshalb, weil die Frauen oft im Hintergrund sind. Anton, also deine Schwiegermutter, die ist auch im Hintergrund und die werkt und die lacht auch ein bisschen, wenn wir uns da wichtig machen in der Front. Und darum die Frau dahinter, Mann, Frau auf dem Bauernhof, was ja auch nicht mehr selbstverständlich ist. Wie siehst du da die Wichtigkeit? Ich glaube, hinter jedem starken Mann steht noch eine stärkere Frau. Das war, glaube ich, schon immer so. Aber es funktioniert das eine ohne dem anderen nicht. Genau. Also, ja, ich glaube, das sagt schon alles aus. Weil die generationenübergreifende, respektvolle Art, was man miteinander haben sollte, bezieht sich natürlich auch auf Mann und Frau, auf Jung und Alt, eigentlich auf alle Bereiche. Selbst jetzt von mir gesehen, als Produzent zum Gast oder zum Konsumenten, ja. Ist komplett das Gleiche. Schön, schön, schön. Der Umgang miteinander, die Wertschätzung, was du gesagt hast, was wir in der Gesellschaft allgemein brauchen, wo jetzt so viel Trennung ist, die lebt ihr. Bin mir ganz, ganz sicher, dass ihr eine große Zukunft habt. Vielen, vielen Dank, Kerstin. Ich sage danke.